Es geht weiter im Let's Fuchs mit WoW Shadowlands. Wir leveln ein bisschen. Mal gucken, wo die Reise hingeht nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wer das hier sieht, der hat es schon erahnt. Ich habe es getan, was ich eigentlich nicht wollte, und ich hasse mich auch ein bisschen selbst dafür. Und den Spott könnt ihr mir danach wieder geben. Ich habe die neueste Erweiterung gekauft in dem Magie-Shop. Legal natürlich, ne? Nicht irgendwie viel vom Laster gefallen, aber da war es ein bisschen günstiger, würde ich damit sagen. Plus 30 Tage. Ja, habe ich erworben. Das heißt, ich kann jetzt meine alten Chars wieder spielen und ich habe Bock ein bisschen zu leveln. Ich habe ja den Paladin hier gelevelt gehabt, ich habe den Mage gelevelt gestern, und Mage war immer meine Hauptklasse eigentlich in den letzten Jahren, und das ist mein Hauptmage. Die Mitsuni hat auch mal den Namen gewechselt, weil sie vom anderen Server kam, weil ich gewechselt habe, weil hier dann viele meiner Freunde unterwegs waren. Mittlerweile spielen die auch alle wieder verteilt. Ich will ja nur ein bisschen leveln und deswegen meine Magierin, weil es gibt noch Dinge, die ich gerne nachholen möchte, wo ich Bock drauf habe. Es gibt noch ein Fuchsmount, das man sich erspielen kann, was aber eine Drop-Chance hat. Das werde ich aber auch erst angehen, wenn ich wieder Max-Level habe. Und ich kann noch nicht überall fliegen, das würde ich auch gerne freischalten, einfach weil ich Bock drauf habe. Deswegen jetzt wieder mein Hauptchar. Ich logge mich mal ein und wahrscheinlich werden die UI-Mods nicht 100% passen. Das werden wir gleich sehen. Oh, ich sitze hier jetzt auch. Ah ja, sagen wir fast perfekt. Bei dem Ladescreen. Oh, ich habe Post. Ich habe Post? Oh Gott, und ich habe noch ganz viele Quests. Scheiße. Ich bin noch in der Gilde. Als Einziger. Da sind 57 Leute drin. Und ich habe noch jede Menge. Auf jeden Fall, die UI-Mods sehen besser aus, als das ich dachte. Und wo stehe ich eigentlich rum? Ist das die Magierhalle? Halle des Wächters. Und Lände wurden zurückgesetzt. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ich muss mich hier jetzt erstmal wieder zurechtfinden mit dem Char. So, wir haben hier oben noch ein Problem mit der Sexy Map. Das sehe ich schon direkt. Und hier, das klappt auch noch nicht. Da tun wir mal direkt Profil laden. Kopiere Profil von. Was haben wir da erst eingestellt? Die war es nicht. Erida, irgendwer auf Erida. Gerade habe ich den Namen noch gelesen. Gildenhai habe ich doch gar nicht mehr. Der Chart noch einige UI-Mods mehr aktiv. Warum auch immer. Und warum habe ich zwei Golddinger aktiv? Moment. Interface. Das ist immer so ein klein bisschen. Habe ich hier jetzt eigentlich auch die... Nö, die sind ja aus, die Namensleisten. Okay. Dann muss ich hier kurz zurück, muss in, nicht in Addons, doch, hier. Also, das heißt irgendwie iMoney oder so, ne? Was heißt denn das hier? Cash. Broker Money, Broker Cash, da weg dann. Brauchen keine doppelten UI-Mods, das ist Humbug. So. Das scheint alles zu funktionieren. Keine Nachrichten, aber ich habe 9 Briefe, die jetzt irgendwie wechseln oder doch nicht. Ah ja, die Talente, ich weiß. Uff. Ja. Was? Muss ich mir das alles durchlesen? Kampfeshitze. Du Scheiße, ist aktiv, besteht die Chance um 8%. Da müsste ich mich jetzt alles reinlesen. Wenn das Ziel mehr als 90% Gesundheit hat,
Immer einen kritischen Treffer, das konnte sich auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Ich glaube, Pyromane war da gut. Nein. Na, jetzt kriegen wir die Spells wieder, ne? Ich erinnere mich. Das war, glaube ich, hier im Kampf durchfließt durch Magie. Und wächst, bis die Schaden 20% erreicht und dann abnimmt, bis die Schaden 42% alle 10 Sekunden. Erhöhe die kritische Trefferchance des Zaubers bis 30 Minuten lang um 5%. Auch nicht verkehrt. Das waren halt jetzt diese ganzen Raid-Skillungen, die man auch früher hatte, ne? Oder diese ganzen, für 12 Sekunden die Runde der Kraft auf den Boden als Zauberschaden 40% erhöht. Boah, ist jetzt eine gute Frage. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, ich kann das ja wieder ändern, das ist ja nicht das Problem. Erhöht die kritische Trefferchance. Das Symbol kommt mir bekannt vor. Viel mehr kann ich gerade echt nicht sagen. Aber dass es mir gerade hier reinsetzt, ja, macht er, glaube ich, automatisch, ne? So, verringert die Abklingzeit von Feuerschlag um 2 Sekunden und erhöht die maximale Anzahl. Ich glaube, das ist das, was wir wollen, ne? Erhöht den Meisterschaft. Wo bin ich hier eigentlich auf? Ich habe gar nichts für Eis. Jetzt auch. Noch Eis. Ach, weil ich auf der Feuerspezialisierung. Leuchtet ein! So, das ist, glaube ich, ganz gut. Was ist das da? Oder trifft immer ein Kritik? 6 von Büroschlag. Aus der Asche erhöht die Meisterschaft. Das ist jetzt einfach nur Schutz und Abhauen, ne? Naja. Gehen. Ah. Boah, wir nehmen mal das. Da muss ich eh noch gucken, was dann da Sinn macht, ne? Wenn ich wirklich mal was endgame-mäßig mal angucke. Flammschuss hinterlässt ein Flammenfeld. Großbrand. Feuerball belegt das Ziel mit Großbrand, produziert im Verlauf Schaden. Lebende Bombe war es, glaube ich, ne? Entweder der Großbrand oder lebende Bombe. Die lebende Bombe springt über, ne? Ich glaube, lebende Bombe war es. Müssen wir mal gucken. OP-Talente. Weiß ich nicht. Ich mache eh kein PvP, aber. Klingt gut. Die sind doch, glaube ich, alle gut. Ich habe keine Ahnung, was hier gut ist. Das ist auch völliger Quatsch. So, wir nehmen jetzt. Ah, hier, das hier. Dann noch das hier, oder? Ja, das Zunder. Ist ja egal. So, die kann ich hier rüber. Ah, okay, kann ich ein- und ausblenden. Und hier bin ich noch nicht, weil. Ja, ist klar. Okay, das war jetzt für mich auch ein bisschen verwirrend. So, jetzt habe ich hier noch einen Haufen Quests und das ist scheiße. Wobei ich weiß jetzt gerade nicht, ob das so scheiße ist. Wenn ich die nämlich abgebe und einfach nicht neu annehme. Ich muss ja jetzt eh noch leveln. Ich bin 45. So, kann ich in dem Gebiet hier noch was leveln? Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt. Ich glaube nicht. Ich muss hier mal raus. Ich bin in Dalaran. Hier gibt es auch noch irgendwelche Quests. Was auch immer die hier sind. Ich habe hier, wie gesagt, irgendwann einfach aufgehört und dann... Oh Gott. Dann tut das Gehirn einfach sagen, jetzt ist rum. Und alles ausblenden. Nee, die Gebiete sind bis 45. Was aber nicht heißt, dass ich nicht noch ein bisschen Erfahrung kriegen kann. Ne? Wenn ich hier noch ein bisschen was queste. Belohnung, uralte Flamme gegen Stufe 50. Okay. Ich kann, glaube ich, nicht fliegen in dem Gebiet. Das kommt, glaube ich, noch erschwerend hinzu.
Mein Makro ist am Sack. Ich hätte ein Reiten-Makro. Warum hatte ich ein Reiten-Makro und warum geht es nicht mehr? Moment. Kurz noch ins Interface. Ich bin sehr gut vorbereitet, bemerkt. Ne? Das sind nicht die Makros, aber ich wollte noch ein Addon ausschalten. Ne, ein Addon aktivieren. Moment. Addons, und zwar Brooker, das wir leveln. Brooker XP heißt es, glaube ich, oder so. Da, Brooker XP Bar. Dass wir sehen, wie viel wir da oben noch brauchen. So, und hier das Weak Auras ist klar. Voodoo ist klar. Ordenhallen, weil wir in der Ordenhallen sind, oder was? Bartender, okay. Also erklärt es auch, mit dem die anderen anzeigt. Aufruf der Verbündeten, das ist wahrscheinlich, genau, da müssen wir hin. Da geht es um das Addon vorne dran. Das müssen wir machen. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht groß drum rum. So, jetzt nochmal die verheerten Inseln. Ja, ich würde einfach mal... Ah, genau, ich wollte das Makro kurz checken. Beziehungsweise wir gehen hier mal raus und gucken dann, warum wir nicht reiten können mit dem Makro. Genau, ich habe, glaube ich... Genau, ich glaube, ich habe programmiert, dass wenn ich nicht reiten kann, nicht fliegen kann, dann nimmt er mir einen Reitmount und wenn ich fliegen kann, nimmt er mir einen Flugmount. Ich glaube, so habe ich das gemacht. Kann aber sein, dass das nicht mehr funktioniert. So, und hier muss ich jetzt halt vorsichtig sein, ne? Ich nehme ja jetzt nicht jede Quest an, die hier rumsteht. Der Katka hat eine Quest. Kann ich als Magier eigentlich nicht machen, ne? Hier ist noch viel los, ne? Na, wahrscheinlich, wenn man hier auch alles hat, ne? So, was habe ich denn hier? Zerstörerzeichen von Cataclysm. Okay. Bonusereignis, aha. Ich bin allein in einer Gilde, das ist doch schon mal was. So, jetzt noch kurz gucken, warum das Makro nicht will. Show Tooltip, ja, das zeigt er offensichtlich nicht. Das Makro will er nicht mehr. Dismount when mounted. Run current zone AI. Ach du Scheiße. Gut, das ist aber... Das Makro funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Da muss ich dann nochmal googeln. Sieht für mich so abgehackt aus. Sieht für mich aus, als ist da, als fehlt da was. Weil hier sagt er ja... Ach nee. Alas Asche oder schneller Brauner? Ja, schade. Das muss ich dann nochmal fixen. Schieben wir es mal darüber und holen uns mal einen Reitmount, weil ich kann, glaube ich, eh nicht fliegen. Das mache ich dann offstream, dieses Icon fixen. Also wir haben hier Alas Asche. Mal gucken, ob wir fliegen können, aber ich glaube nicht. In Dalaran geht's zumindest mal. Warum ist hier ein Stern? Obwohl mir gerade so ein Stern angezeigt. Moment. Dicker, fetter Stern. Der Bluthändlerin vielleicht? Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Kisten mit Ordensressourcen. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal durchlesen, wie ich dieses Fuchsmount kriegen kann. Das interessiert mich auf jeden Fall auch noch. Und ja, hier, der Stern ist hier. Also hier. Also genau hier, aber... Wie darf ich helfen? An irgendeine Invasion oder so. Na, das nehmen wir jetzt nicht an. Weiß, ich habe ja, wie gesagt, Legion Addon nicht zu Ende gespielt und dann komplett Addon gar nicht gespielt. Sprich, da weiß ich sowieso nicht, was ich tun muss.
So, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Quest machen, das Maragdgrüne Alp. Gott, das ist doch eine komplette Quest, oder? Ein Schlachtzug. Fragmente der Vergangenheit. Das ist ein Karasan. Wollt ihr mich verarschen? Nee. Muss hinter Morose, muss ich was holen. Das ist ein Scherz. Pack ich das alleine? Never ever. Welchen Level hat Karasan? Essenz der Klana ist Maragdgrüner Albtraum, ist auch wieder Schlachtzug. Rückkehr nach Karasan. Wo kommen die ganzen Quests her? In den Kampf gewinnt ein Schlachtfeld. Die Quest her. Beutel mit Schlachtfeldbeute, okay. Das können wir mal wirklich abbrechen. So, dass ich immer so ein bisschen Überblick kriege. Das ist auch smaragdgrüner Albtraum, das bringt mir nichts. Bereit zur Abgabe. Wenn ihr mir sagt, wo? Da. Dann müssten wir doch jetzt rüberfliegen können. Ich hätte schwören können, ich habe hier die Fliegen gelernt. Ich hätte ja nicht in Dalaran fliegen können und dann im Gebiet nicht. Oh Gott, das steht noch, mit dem ich letztes Mal gekämpft habe. Das hat das Ding sich noch gespeichert. Hm. Da dann in den Argus rein oder was? Ich blick gerade nicht, was mir das hier alles anzeigt. Ich blick's gerade nicht. Die Legion ist direkt vor unserer Haustür gelandet. Und Elisande hat sie einfach reingelassen. Widerlich. Greif die Teufelsseelenbastion an. Zeig der Legion, dass wir uns nicht alle so leicht brechen lassen. Okay, hier sind alle Elite. Das lassen wir mal. Das ist auch irgendein Add-on bestimmt, was mir hier alles anzeigt. Deswegen bin ich gerade so verwirrt. Wir geben zumindest mal diese eine Quest ab. Das ist eine Weltquest. Aha. Kann ich die abbrechen? Naja, die kriege ich einfach angezeigt. Okay. Das ist also jetzt kommt langsam die Erinnerung an dieses Gebiet zurück. Auf jeden Fall. Und hier geht es irgendwo rein. Weiß ich auch noch. Zur Abgabe hier, wo denn? Ach Quatsch! Hä? Das ist völlig woanders. Das ist hier unten? Okay. Ich mal so ein klein bisschen die Quests aufräumen, aber ich werde die zum Maragdgrünen Albtraum, da geht doch kein Mensch mehr rein. Einfach mal nur die Quests abgeben. Rückkehr nach Karasan, ja, Tatsache. Rückkehr nach Karasan. Prüfung der Tapferkeit. Ist doch auch eine Quest, ist auch ein Schlachtzug. Wo kommen die ganzen Schlachtzug-Quests her? Ah, ich erinnere mich an das Gebiet. Ja.
Fliegen wir mal darüber. Also ich bin überrascht, dass ich fliegen kann in dem Gebiet. Ich bin wirklich überrascht. Es schmerzt mich, meine Brüder in einem so erbärmlichen Zustand zu sehen. Für sie gibt es nichts anderes mehr als Hunger. Bitte verschafft ihnen die letzte Ruhe. Halbwegs richtig unterwegs, ja. Welchen Level haben die? Auch 45 Level, ja mit, ne? Naja. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Tempo und Meisterschaft. Kritisch und Meisterschaft. Bezwingt Hylia bei den Prüfungen der Tapferkeit, Illidari. Wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht mehr groß questen. Denkt immer daran. Da ich das hier schon fliegen kann, muss ich mich darum hier nicht mehr kümmern. Und ich möchte eigentlich nur das Fuchsmount haben. Das heißt, ich könnte hier eigentlich im Prinzip alle Quests abbrechen. Dazu müsste ich mich halt nur noch mal schlau machen, was ich genau brauche. Weil diese Quest der Illidari, ich weiß jetzt gar nicht, was hier noch... Ja, einerseits hätte ich Bock, das zu machen hier, ja. Aber weil ich jetzt schon so viel hab... Aber ich glaube, Karazhan ist Elite 45er Content. Da komme ich allein nicht rein. Das ist Quatsch. Und ich will jetzt auch nicht diese ganzen Quests mit mir rumschleppen. Zahltag. Besorgt einen Schlüssel. Ja, wenn ihr müsst. Ah, da. Wo ist das denn? Hochberg. Sturmheim. Da. Das wäre auch noch eine Quest, aber wo kommt denn die jetzt aus dem Nichts her? Das ist eine Schlachtzug-Quest. Muss mal vom Mount hier. Das Flattern geht mir auf den Zünder. Ich mache keine alten Schlachtzüge mehr, mache da keine Quests für, also... Können das hier echt alles den Hasen geben. Ich guck noch mal kurz, wie das mit dem Mount ist. Ich mach mal kurz eine Pause bei der Aufnahme. Machen wir hier gleich weiter. So, ich lasse die Aufnahme weiterlaufen. Ich habe ein paar Quests gekickt. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch ein paar Quests kriegen, wenn ich die noch angezeigt kriege. Kann ich mit denen schon ein bisschen das Level. Und kann aber auch noch gucken, ob wir vielleicht dieses Fuchsmount kriegen, wenn ich hier Quests angezeigt kriege. Das muss ich jetzt herausfinden. Hier sieht doch schon was so einladend aus, ne? Moment. Was habe ich hier gerade eingesammelt? Ach, ich habe diesen Gürtel, ne? Ja, wie immer neue Items halt, ne? Der smaragdgrüne Albtraum. Oh ne, das haben wir ja abgebrochen. Das ist ja wahrscheinlich genauso, ne? Ja, ja, auf in den Kampf. Das ist auch Quatsch. Ne, das brauchen wir auch nicht. Alles Questgegenstände, die kein Mensch mehr braucht. Habe ich noch Taschenplätze frei? Ein paar. Hier müsste ich mal lesen, was das alles war und aufräumen und... Ja, ich hätte den Char erst aufräumen sollen, bevor ich mich hier einlogge. Und dann das Ganze im Stream spiele. Das ist, glaube ich, zu sehr chaotisch. Jetzt gerade. Kronakai Christor. Hat sich ja auch alles erledigt. Das ist ja alles nicht mehr. Verliert euren Glauben nicht. Nicht mehr aktuell.
Falls ihr irgendwelche unbezahlbaren Artefakte übrig habt, die lange verloren waren. Braucht ihr etwas? Okay, das gibt es alles für Gold oder für eine weitere Währung, von der wir auch ein bisschen etwas haben, die Ordensressourcen. Ach, weil das Klassenset auf. Oh, es ist so lange her. Das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Ich dachte, hier gibt mir noch einer Quests. Typischer Fall von falsch gedacht. Na, ich erinnere mich. Okay. Ich habe irgendwas erhalten. Interessant. Rekruten, oh, wenn ich noch wüsste, was die hier von mir wollen. Öffnet euer Herz. Naja, hier konnte man dann, ja, hier konnte man die Skillung testen. Aber Quests kriege ich hier keine mehr drin. Vielleicht sind die abgeschafft worden. Gehen wir mal zum Buch hier. Habe ich nicht, weil ich, was habe ich denn, wenn ich auf nee, Charakter gehe? Was habe ich denn da für eine Waffe? Okay. Schwert. Naja, das war das alles mit diesen Artefaktsachen. Ich erinnere mich dunkel. Dunkel, 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 aber... Das ist so lange her. Wenn man im neuen Schar halt anfängt, dann hat man diese ganzen Altlasten nicht, ne? Grüße. Vergesst eure Pflicht gegenüber Azeroth nicht. Genau, die Artefaktsachen gibt's ja nicht mehr, ne? Das gibt's ja nicht mehr. Wurde geopfert, um die Finsternis sehr ernsthaft also zu heilen. Genau, das ist ja weg. Das ist ja abgeschafft worden. Ich erinnere mich. So langsam kommen die Erinnerungen wieder. Aber hier gibt es auch nur noch. War schon schön designt, aber. Ich werde helfen, so gut ich kann. Gut, wenn ich hier keine Quests mehr habe, dann macht das halt auch wenig Sinn, ne? Dann brauche ich da nicht in das Gebiet rumdüsen, also. Ich glaube. So, Fliegen, Surama, mal gucken. Der Schlüssel zu Fliegen in Legion, genau. Ihr müsst folgende Erfolge abschließen, um in die Lüfte zu fliegen. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Das heißt, ich müsste das doch dann haben, oder? Kommandant der Legionsrichter. Wir gucken mal. Folge. Ja. Kann ich was suchen? Ah ja. Alle, ja, was denn alle? So, das ist jetzt hier. Nee, Moment. Oh, da wird man doch Legion da. Echt sein, habe ich zuletzt gespielt, ja, ne?
Wenn die das alles geändert haben, dann weiß ich das ja nie. Kriege ich das ja nie irgendwie raus. Gibt's nicht sowas wie Errungenschaften in Klammer fliegen? Nicht wirklich, ne? Kann ich fliegen eingeben? Nee, das sind neue Sachen. Das Haustierkämpfe, das sieht doch kein Mensch. Nochmal Fliegensuche gibt's wie im Fluge. Auch Quatsch. Nee. Erkundung Battle for Azeroth. Lies die unten aufgelisteten Erfolge ab. Der Kultaris und der Zalada ab. Blablabla, respektvoll. Belohnung in Fliegen in. Genau. Das ist die Belohnung dann. Fliegen in. Das heißt. Das heißt, die haben es wahrscheinlich wirklich komplett abgeschafft. Moment. Ist er dann auch in. Doch, hier, Pathfinder. Errungenschaft erhöhte Reitgeschwindigkeit für den verheerten Inseln. Das habe ich gemacht. Pathfinder Teil 1. Pathfinder Teil 2. Belohnung. Erhöht die Reitgeschwindigkeit auf den verheerenden Inseln. Okay, so langsam. Jetzt bin ich hier wieder irgendwo raus, ne? Ja, jetzt hat er mich wieder in eine andere Kategorie gesteckt. Das war Erkundung, war das hier. Legion. Steht nur was von erhöht die Reitgeschwindigkeit, aber nicht davon, dass ich nicht fliegen kann. Wenn wir in Draenor kann ich zum Beispiel auch nicht fliegen. Da habe ich nämlich so gut wie nichts gemacht. Und hier Pathfinder. Pathfinder Trainer Belohnung. Das haben die geändert. Mal gucken, ob ich. Kann ich mich nach Trainer porten? Ich glaube, ich habe nichts dafür, ne? Doch. Den Garnisonsstein. Wenn ich in Draenor fliegen kann, dann ein 4:3 Ladebildschirm. Leute, da war doch 4:3 auch schon lange nicht mehr aktiv, oder? Oh, was ist denn das? Ah, Garnisonsding, ich erinnere mich. Ganz dunkel, das habe ich auch noch schnell durchgesuchtet. Durchgequestet, dass ich ins nächste Gebiet konnte. So. Ja, versuchen wir es. Ja, krass. Okay, das haben wir dann geändert. Also ich konnte definitiv hier nie fliegen, das weiß ich. Weil ich das nie freigeschaltet hatte. Das heißt, man kriegt es in den alten Addons geschenkt. Kann ich denn jetzt noch... Ja, gibt es schon wieder Quests, ist klar. Nee. Quests gibt's genug in WoW, auch alte Quests. Das ist Quatsch. Wo kann ich denn noch überall hin porten? Habe ich das nicht in meinem Zauberbuch, wo ich überall porten kann? Teleport, da. Das letzte Mal testen.
Aber hier werde ich sehr wahrscheinlich auch fliegen können. Naja. Stalleran bei Nordend. Genau. Richtig. Gut, in Dings konnte ich in Mists of Pandaria? Ich denke schon. Gibt's nochmal Dalaran bei Mists of Pandaria? Bestimmt. Ah, wo genau? Post eigentlich. Ich hab doch Post. Wo ist Briefkasten? Das sind abgelaufene Auktionen. Die Materialien scheint es wohl noch zu geben, sonst würden sie es mir nicht zurückschicken. Kann ich das hier mal leeren? Oh Gott, nein, nein, nein. Ja, nee, richtig, aber... Schaden. DPS haben wir doch da unten schon. Ach so, da ist noch mehr. Wie kann ich denn, mit X mache ich es glaube ich komplett weg oder so. Naja, Schaden, das ist schon richtig. Bedrohung, Aggro. Ich kann Segment löschen. Ich will einfach nur zurücksetzen, aber ist die Frage. Ah! Genau. So, aber das können wir nochmal. Doch, Schaden ist ja richtig. Gut, ist natürlich Quatsch, wenn man alleine ist. Eigentlich hätte ich einfach gemerkt, dass es nur angezeigt wird, wenn ich in der Gruppe bin. Das ist, denke ich, auch noch was ich nochmal ändern muss. Aber gut, das machen wir dann auch mit der Zeit. Übbare Quest. Ja, da müssen wir hin. Genau, dann wollte ich nochmal kurz ein Portal erstellen. Nee, mich selbst teleportieren. So, Schadrad konnte ich sowieso, das ist klar. Teil der ewigen Blüten. Dalaran verehrte Insel. Ne, Teil der ewigen Blüten. Aber da konnte ich, soweit ich weiß, auch fliegen. In der alten Welt konnte ich sowieso fliegen. Dann hat sich das wohl. Und da können das alle Chars. Das ist das Entscheidende. Dann ist es accountübergreifend. War auch ein schönes Addon. Pandan. Pandaren. Hier ist nichts mehr los. Ne? Ist hier noch ein menschlicher Spieler? Ich sage nein. Warum sollte man in diesem Addon noch rumdümpeln? Nur NPCs. Bestimmt nur irgendwo einer am Questen vielleicht, aber... Wieder hier groß, weil hier war früher die Hölle los, ne? Ganz klar. Gut, aber ist ewig her. Okay. Gut, dann sind wir soweit eigentlich durch. Mit dem Checken, was ich machen wollte, dann könnten wir wirklich anfangen jetzt. Wir müssen nach Orima. Gut. Immer das hier? Teleport Orima. Dass mein Mount-Makro nicht mehr geht. Irgendein Patch müssen irgendwas verändert haben.
Okay. Da darf ich offensichtlich noch nicht hin. Jadewald. Um die verschiedenen Regionen aussuchen, ne? Dalaran. Aber welches? Das Talsangwald. Nee. Das ist Portal nach Silbermond. Hier ist nix. Hier geht's auch irgendwo. Kommt man hier raus oder was? Oder wie? Oder wo? Kann ich noch nicht einschätzen und. Azuna, ja, da kommen wir ja gerade her. Aus der Region. Okay, wo geht's hier raus? Ah, da. Man muss ja irgendwie rauskommen. Das hat sich auch nochmal verändert, seitdem ich das letzte Mal hier war. Wo komme ich hier hin? Schattrat. Höhlen der Zeit. Portal zum Kriegsspeer. Jetzt muss ich wieder hochtappen, oder wie? Hm. Halte ich denn? Ich glaube, ich habe Skada vorhin aus Versehen eingeschaltet. Kann das sein? Ah ja. Das ist jetzt da vorne? Really? Früher kam man doch. Oh, ich weiß, wie man früher rauskam. Zur Missionsrichtlinie. Genau. Klar, in Okima wird wahrscheinlich immer noch der Bär stimmen, ne? Was ist das hier? Zeitwanderungskampagne. Oh, auf die habe ich, glaube ich, wenig Bock. Hier kann ich auch fliegen, oder? Doch, natürlich. Das da drin? Ah ja. Die höchste Tugend ist der. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir sind vielen Verbündeten begegnet, Effekt zur Horde passen. Und jetzt muss ich mit allen reden, oder wie? Ah. Das sind die, das ist diese Fuchsrasse. Genau. Feuerwiderstand. Das ist Weiblein. Okay. Anzoomen, auszoomen. Eine Alari-Trolle. Hochbergtauren. Nachtgeborene. Ah, die gehen schon auf 45, die gehen schon auf 45, oder was? Die auch? Ah, die nicht. Okay. Die gehen auch erst auf 50, okay. So, und jetzt können wir hier abschließen. Wir verstehen. Da muss man auch wieder Quest rein abschließen, um die freizuschalten. Das ist ein Witz. Ich muss jetzt wirklich nach Donnerfels. Ich meine, ich bin Mage. Wenn ich nach Donnerfels will, bin ich in Donnerfels. Aber so, really, Donnerfels? Donnerfels war schon von es war eine tote Stadt schon zu Release, zu Classic-Zeiten. Es war nicht nur, dass es beschissen war, darin rumzulaufen, sondern es hat einfach keinen Sinn gemacht, da drin irgendwas zu tun. Komme ich hier hoch? Komme ich hier raus? Da drüben.
Also das ist, zählt jetzt zu diesen Völkern. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich möchte gerne das Fliegen überall freischalten. Das ist wohl schon in den alten Gebieten zumindest getan. Das freut mich natürlich. Da muss ich nicht nochmal mich drum kümmern, dass ich in Legion fliegen kann. Und was feiern die hier? Ich glaube, hier ist nicht ein Spieler. Nicht ein... Nicht das Donnerfels nicht schön... Doch, hier ist jemand. Okay. Nicht, dass Donnerfels nicht schön ist, darum geht's nicht. Sondern es geht einfach darum, dass es sich einfach nicht lohnt, hier zu sein. Man hat alles viel besser in Orgrimma. Das ja auch nicht weit weg ist, ne? Donnerfels war schon immer so eine Hauptstadt, wo... Naja. Wir kämpfen, wenn jetzt wird wir halt diese es nicht. Danke euch für euer Kommen, Myla. Es ehrt mich, euch in Malgor willkommen zu heißen. Ja? Eure Einladung war überaus freundlich, Bane. Es ist Zeit, die Blutbande zwischen unseren Völkern zu erneuern. Es sind diese Blutbande, über die ich sprechen möchte. Ich hoffe, da... Geistwandler? Ich hätte den Berg niemals verlassen dürfen. Die Zauberschutze sind geschwächt. Er wird unser sein. Ebenhorn, welch finstere Macht hat euch in ihren Fängen? Diese Macht ist mir nur zu vertraut. Champion, wir brauchen eure Hilfe. Champion kann die Welt verändern. Da prockt ein bisschen was. Bin dich. Ich muss natürlich auch dunkle Tentakel töten. Bin leider immer noch im Kampf. Ja, das Problem ist, es sind halt doch viele und ich mache halt Explosionsschaden und das prockt und das springt über und dann habe ich gerade zu viel auf einmal gepult. Ich bin überzeugt. Okay, der hat zumindest auch gezählt. Na, Häuptling, geh mir doch mal aus der Sicht. Ich werde eure Schatten aus Malgor verbannen. Der gute Eisblock regelt. Okay, das ist halt eine Quest, dass ich diese Völker jetzt kennenlerne und freischalte. Ja. Da
dann ist das so. Das Weak Hours klappt nicht mehr, muss ich auch noch mal gucken, wie ich das mache. Fuck, ich brauche noch Tentakel. Drüben ist noch einer. Ich habe weder Eisblock ready, noch irgendwas anderes. Noch unsichtbar, noch irgendwas. Was kann man das mal? Shit. Der bringt mich jetzt um. Geist freilassen. Nein. Wo bin ich? Ich muss wirklich Aufzug fahren. Aber ihr macht mich fertig. Das ist abenteuerlich hier, was ich hier gerade mache. Und ich habe noch eine weitere Wiimote an, die ich nicht anhaben will, sehe ich gerade. Der Chat passt auch nicht mehr. Ich habe mit diesem Mage hier sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe gesteckt, aber aufgrund der Altlasten und gerade das volle Inventar und habt ihr nicht gesehen, wäre es, glaube ich, echt sinnvoller gewesen, einen komplett neuen Mage hochzuziehen. Ja. Vielleicht schon mal komplett leveln müssen, das wäre... Nein. Noch eins hören. Kann ich mich da heilen an den Fässern oder was? Zieh halt Akku, aber ich halte nichts aus. Ja. Ein Tentakel noch. Edda. Es fühlt sich gut an, wieder meinen Kolben zu schwingen.
Na, ich beende die Quest, wenn ich sie beim Abgeben. Wir sollen irgendeinen töten hier. Der Fels nie entdeckt. Ich muss mal aus der Kampfreichweite, dass ich. Ich werde eure Schatten aus Malgor verbannen. Ich recken kann. Jetzt. So, da gibt es eine Quest, da müssen wir hin. Also wir müssen ihn jetzt töten. Dann machen wir mal das noch. Problem ist, ich habe das Gefühl, ich kann denen nicht irgendwie was entgegensetzen gerade. Warum steht er nebendran und guckt zu? Problem ist, sie bringen mich halt um. Das ist das Problem. Ich halte nichts aus mit meiner Kleidung, die ich hier habe. Ja, die spawnen zu schnell neu. Ich kann nichts machen, ich sterbe schon wieder. Ach, die Quest ist doch doof. Die Quest ist doch doof. Ich kann die allein nicht machen. Und dachte, ich kann die alleine machen. Welchen Level ist die denn? Steht das da dabei? Nö.
Da ist ein Heiltrank, aber... Wie gesagt, der haut die jetzt nacheinander um, aber die spawnen ja wieder schneller. Was ist denn das für eine Quest, bitte? Da ist er. Und für Glück kommt nur er. Flank ihn. Ich bin auch viel mehr Damage gewohnt gewesen, aber sie haben alles halbiert, ne? Was führt euch zu mir? Vereint sind wir stärker. Schnell weg! Wo sollen wir hin? Schafft ein Portal nach Ogrimma, trefft euch mit. Hä? Trefft euch mit Jarla Hochberg und Donnertoten am Hochberg. Das muss ja dann wohl in Ogrimma sein. Rückkehr zum Hochberg, er schafft ein Portal nach Hochberg, ja, aber. Das war jetzt komisch, diese Rasse da freizuschalten. Oder die, ich dachte halt, machst jetzt mal eine Quest hier, so die erste, um... Das kam ja auch irgendwann mit rein, diese Völker und... So, und jetzt? Ah, Moment, hier wahrscheinlich, ne? Sagt mir doch einfach, wo ich hin soll. Trefft euch mit dem Hochberg im Donnertotem am Hochberg. Nehmt ein Portal von der Pfadfinderhöhle nach Azula. Ah ja. Sagt das doch gleich. Da. Echt, da drüben. Und du? Ach, im Hochberg. Das ist da oben. Okay. Moment. Die schicken mich zumindest gut rum, aber ich sag mal so. Als Mage weniger das Problem. Was waren nochmal? Was waren nochmal? Numba. Ding. So. Auf geht's. So erbärmlichen Zustand zu sehen. Für sie gibt es nichts anderes mehr als Hunger. Bitte verschafft ihnen die letzte Ruhe.
und so Weltquests, okay. Gut, wie ich dieses Fuchsmaul dann kriege, muss ich mich noch schlau machen. Ja. Muss ich gucken, wie ich das kriege. Und was ich dafür dann hier tun muss. Aber das Gebiet hier ist doch 45, oder? Wie ist das hier? Ja. Sogar 10 bis 45 Level das hier mit. Das heißt, alles was höher ist, wenn ich dann Level höher bin, dann habe ich es hier einfacher später. Gut, dann würde ich erst auf Level 60 spielen und mich dann ums Fuchsmaul kümmern, ne? Wir müssen noch ein bisschen höher für den Hochberg. Ja? Gut, ich fliege jetzt mit einer Geschwindigkeit von... Erhöht die Reitgeschwindigkeit um 100%, erhöht die Reitgeschwindigkeit um Fluggeschwindigkeit um 310%. Und wir könnten schneller fliegen, wenn wir noch hier mehr... Diese Ettins errichten einen riesigen Scheiterhaufen, um meine Stammesbrüder zu rösten und aufzuessen. Dann ist das so. Ihr müsst sie aufhalten. Na, müssen wir nicht. Das heißt, ich könnte noch schneller fliegen. Ich meine, das werde ich nicht machen, aber ich könnte, wenn ich noch die Erfolge gemacht habe, ne? Was sind wir denn hier? In Legion... Erhöht die Reitgeschwindigkeit. Ja, Reitgeschwindigkeit. Nicht die Fluggeschwindigkeit, oder? Naja. Bin ich schon... Oh, ich bin schon drüber geflogen. Hm? Unter mir? Unter mir. Und wieso kann ich hier zwei Quests abgeben? Seid hier ein gern gesehener Gast, Champion. Sprecht lauter. Meine Ohren sind nicht mehr das, was sie einst waren. Und nun ist die Questreihe zu Ende, oder was? Ich bin Myla. Ich bin der Oberhäuptling. Ja, aber... Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt vollkommen verwirrt. Ich hätte das vielleicht lesen sollen. Ihr seid aber ein gern normalerweise... Rückkehr zum Hochberg abgeschlossen. Ganz Hochberg steht hinter euch, Champion. Haben wir die Rasse jetzt freigeschaltet oder nicht? Offensichtlich nicht, hätte ich wahrscheinlich einen Erfolg gekriegt. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier Quests machen, um den Ruf zu pushen. Sehr wahrscheinlich, ne? Kann ich den Ruf... Nicht den Ruf sehen? Da. Bin ich doch schon ehrfürchtig. Nicht nix, ne? Ja. Ich bin Myla. Ich bin der Oberhäuptling. Tja. Bin jetzt sehr irritiert. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Sagt ruft, das habe ich doch abgebrochen.
So. Jetzt habe ich quasi gar keine Quests mehr hier. Jetzt gehen wir nach Orgrimmar. Also ich bin ganz sehr irritiert. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass wenn ich dahin porte, dass er dann sagt, also dass er dann jetzt sagt, ja hier, mach mal einen Ruf noch höher, das will dich als Rasse freischalten oder so. Wir gehen jetzt nochmal zu dem da drüben hier. Das interessiert mich. Ach so. Ja, Moment, das ist jetzt Quatsch. Wartet mal. Ich bin mal eben aus Okima rausgeflogen. Also, zur Stadt geflogen. Jetzt habe ich das irgendwie auf Ruf gestellt. Was soll mir doch den XP-Level anzeigen? Okay, die ist jetzt wohl irgendwie gerade verbuggt. Was hilft da? Reload! Was? Nein, hier. Na, jetzt passt das hier oben auch wieder. 40%, ich wollte gerade sagen. Ja, ich nehme jetzt diese Quest hier an. Sehr gut. Ich spiele meistens da dezent drauf hin. Okay, also in dem Zeitstrahl, wo wir gerade sind, ist immer noch Sylvanas die Gute, oder wie? Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten. Der kleine König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Lernt euer Team kennen. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Okay, ich muss jetzt mal den Chat anpassen, der nervt mich. Warte mal. Das habe ich irgendwie gelockt und irgendwie kriegt man das weg. Und diese Uimot will ich auch nicht haben. Die habe ich mir mal reingeladen, weil ich dachte, yo, aber die brauche ich nicht. Aber wie heißt die? Das ist immer so. Hier habe ich auch die meisten Sachen an. Ich so eigentlich auch nicht mehr brauche. Red Skill Master ist schon aus. Okay, Nameplates scheint nicht mehr zu funktionieren. Kann nur auf Anfang geladen werden, alle hopp. Achso, das sind die alten, ja, die brauchen wir ja nicht mehr. Irgendwie hieß die was mit XP wahrscheinlich, aber bei X war nix, ne? X-Loot, auch XP Multiplier. So, weil ich dachte, ich will unten nochmal eine Bar haben und so, jetzt passt es auch, glaube ich, wieder vom Chat. Und das ist jetzt quasi Battle for Azeroth, genau. Das muss eingeleitet werden, bevor wir dann den Sprung machen zum nächsten Addon. Okay. Gut. Aber ich will nochmal gucken, wie das mit den Völkern da jetzt war. Also, haben wir da jetzt eins freigeschaltet oder nicht? Könnte ich jetzt einfach einen Hochbergtaure. Wie läuft das hier? Was hast du zu erzählen? Zögert nicht, handelt.
Ah ja. Okay, das haben wir wohl geschafft. Verdient den Erfolg kein Berg zu hoch und 45. Das heißt, wir könnten damit jetzt im Prinzip einen erstellen. Nicht, dass ich das wollen würde, aber ja. Okay. Weiter geht's. Verdient den Erfolg, Stufe 50. Okay, also die starten dann wahrscheinlich auch erst ab Stufe 50. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber, oder noch einer mit 45, oder? Erfolg im Aufstand. Nee, Erfolg im Aufstand. Und das ist wahrscheinlich... Ach, Suramar ist das. Rüsten für den Krieg. Na, die habe ich ja erfolgreich abgebrochen vorhin. Hört man? Nee, das war im Kampf. War nicht rüsten für den Krieg. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe und sag hier drauf und sag rüsten für... Was ist das? Nee, nee. Gut, da müsste ich danach googeln. Also ich müsste das dann abschließen, wenn ich die haben wollen würde. Ist mir jetzt nicht so wichtig. Okay, nur dann weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Wenn ich hier drauf kriege, Geheimnisse im Sand, was ist das? Auch im neuen Gebiet, ne? Sehr wahrscheinlich. Na gut, okay. Dann wissen Sie mal da schon mal wieder ein Stückchen schlauer. So, was sagt die Uhr? Ja, ein bisschen mache ich noch. Aber nicht ewig. Und, kann ich mal so ein bisschen was noch. Also, der Chat scheint jetzt zu passen. Aber wahrscheinlich immer noch nicht. Nein, nicht wirklich. Ah, jetzt kann ich da auch hier rumklicken. Oh, schon besser. Na, da bin ich schon gefallen. Habe ich nicht irgendein anderes Flugmount, was mich gerade besser kickt? Das Kernhündchen. Ich habe das Kernhündchen. Ich habe auch das Phönixküken. Das Loot-Kätzchen. Ich habe, glaube ich, alles, was irgendwie brennt, ne? Ja. Kein Hund. Ist ja niedlich. Mini-Ragnaros. Ich glaube, ich habe ein bisschen was ausgegeben gehabt. Ein paar gab es auch bei irgendwelchen Addons oder so. Das Huhn. Ich lache mich tot. Okay. Packen wir mal wieder weg. Nach Mounts wollte ich ja eigentlich gucken. Motorrad hatte ich drin. Ja, genau. Kann ich das auch von der Allianz reiten eigentlich? Oder da werde ich wahrscheinlich gesteinigt, ne? Ich glaube, es geht nicht. Kann ich nicht nach Flug irgendwie? Doch, wahrscheinlich nach Filter, ne? Nee. Kann ich nicht. Okay, dann nicht. Also ich könnte aber das hier. Ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, wir gehen wieder auf Asche von Allah. Habe ich schon wieder auf meinem Phoenix Mount. Ist jetzt mein Team eigentlich hier drin, oder was? Grüße. Hey, Mann. Gut, alle sind hier. Mhm. Sind sie das? Für die dunklen Fürsten. Flucht aus Sturmwind, meine Herren. Ich habe einen Trank für jeden von euch. Aber trinkt ihn noch nicht gleich. Lasst uns aufbrechen. Wohin denn?
Ich bin Mage, ich kann jederzeit wieder zurückporten, aber... Lass mich raten, ich soll einen Kondor nehmen. Phase 1, der Schutz Hört der Nacht. Gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Unsere Späher haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Was? Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff. Moment. Dort unten. Schneller Tod? Moment. Naja, ich meine, es ist jetzt diese Quest, ne? Dass ich wir das jetzt. Euch finden. Dass wir das infiltrieren, aber dass wir da rumfliegen und das kriegt keiner mit und da ist keine Wache und die pennen alle oder wir fliegen da drüber. Sei es drum. Ja. Wahrscheinlich auch instanziert das Ogrimmar jetzt. Ne? Wenn ich noch gegen andere Spieler kämpfen müsste, dann... Ja. Ach so. Ich denke an, hä, warum kommen wir nicht rein? Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen es echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid das war doch eine Instanz früher, ne? Kommt mir bekannt vor, ja. Der Nachtbrunnen ruft mich. Oh. Das sind jetzt wieder Gegner nach meinem Geschmack. Die fallen doch um, wenn ich denen was entgegenzusetzen habe. Ich muss noch irgendein Item haben. Oder eine Verzauberung. Die aus dem Nichts noch Damage macht, oder? Ich hab doch da irgendwas drauf. Anlegen, gewährt die Fähigkeit Phönixflammen, die ins Hysterisches Feuer auf alle Gegner in der Nähe eures Ziels schleuderst. Ich glaube, das ist das, oder so. Beherztes Phönix, irgendwas. Weil es kommen immer mal wieder so aus dem Nichts die Dinger angeflogen. Und es wundert mich total. Vor allem, der geht alleine vor und wir machen die Drecksarbeit, oder was? Oh oh. Droppen auch vor allem nix. Mal was. Ob die Erfahrung da oben steigt, glaube ich schon. Was nicht geht. Ja, irgendwas geht da nicht. Geht das denn auch nicht mehr? Das wäre ein herber Verlust.
kümmert ihr euch besser drum. Ich bin Sauerfang, Bruder von Broxigar. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe, aber es spielt doch keine Rolle. Da merkt man, nach allem, was sie getan hat, viel detailreicher, ne, finde ich. Zu ihrer Horde zurück. Dieses Gesicht und so. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Hat schon was getan, auch wenn das Spiel immer noch, und naja, betet, dass ihr niemals wählen müsst. Alt aussieht. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Bin komm, ich. Champion. Hier lang. Noctar. Bekomme zumindest keine XP hier oben angezeigt. Kommt unsere Eskorte, wie ich versprochen habe, Prinzessin. Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf unserer Seite. Hm? Euch kenne ich doch. Ihr seid die Schlange, die... Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Sandala für immer. Riegelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Mir nach, los. Wir müssen hier weg. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Gibt auf jeden Fall sehr wenig Erfahrung. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Aber die droppen ja auch kein Loot, also von daher ist das wohl normal. Aus dem AOE-Damage raus.
Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt der hin? Dem Troll zufolge. Nach draußen. Überall Wachen. Wir können hier nicht lange bleiben. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Gib das Signal, Champion. Ich höre euch, Mann. Bleibt dann los. Bleibt zusammen wie ein Team. Hergehört, Bürger von Sturmwind! Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs! Ich weiß nicht. Diese fliegenden Helikopterdinger da, naja. Gnomentechnologie. Aber trotzdem. Schnell, runter vom Weg. Gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Rein in den Kanal. Sofort. Hä? Sofort. Bleibt wachsam. Laut dem SI-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann, Champion. Für die Dunkelspeere. Los geht's. Bleibt zusammen. Also hier steht jetzt aber auch Kampagne Flucht aus Sturmwind. Das heißt, ich könnte Portal machen und abhauen? Nee, das wäre ja Quatsch. Das ist optional. Aber hier steht, Flucht aus Sturmwind abgeschlossen. Das muss ich ja machen, ja. Also es ist... Warum jetzt da unten drunter steht, da schafft er ein Portal? Wäre ein bisschen sinnfrei jetzt. Moment, wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Das war's, oder was? Wer zwingt den Hinterhalt? Die Barriere wird nicht halten! Macht sie kalt, bevor sie durchbrechen! Ich habe sie gefunden, mein König! Ich bringe euch ihre Häute als Trophäen! Der alte Wolf hat uns gewittert! Wir müssen hier weg! Ich renne euch hinterher! Und hallo Dorado, schön, dass du reinschaust. Zu spät der Stunde, alles gut bei dir. Kommt der andere jetzt? Ja, der kommt. Wir müssen Deckung suchen!
Nicht so einfach. Ich kämpfe die, die sich nicht selbst schützen können. Sieh an, das kann ich brauchen. Du sollst ja nichts einsammeln, Junge! Guild Wars 2 hast du gespielt? Ja, das habe ich auch nur kurz. Damals. Weiß nicht, irgendwie zieht es mich dann doch immer mal wieder zu WoW zurück, wie man offensichtlich sieht, ne? Und level einen alten Charakter. Endlich Wochenende, ne? Das ist doch schön. Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt. Ein Kampf wäre ausweglos. Lauft! Oh, das ist Lady Jaina. Warte mal. Kann sagen, ist das? Die wollen uns einkesseln. Das dürfen wir nicht zulassen. Also, wir haben die Lady Jaina am Arsch. Und wir haben den Graumäner am Arsch. Also ziemlich alles, was bei der Allianz einen Rang und Namen hat und gerade hier da ist und lebt, hängt uns am Arsch. Also. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger. Was machst du da? Beweg dich! Ihr seid echt ein grausamer Feind, Suhl. Einmal mal ein bisschen Feuerschaden rein und die Flammen rein. Der Hafen! Wir müssen weiter! Oh oh. Was? Ah. Also das ist ein vollendetes Desaster. Tut nicht so, als würdet Achtung, ihr euch nicht freuen, uns zu sehen. Ich bin verzückt. Wirklich. Gehen wir. Auf euer Zeichen. Bisschen eisig, die Dame. Unterwegs. Bis hierher und nicht weiter! Sie blockiert unseren Fluchtweg! Hört auf zu gaffen und durchbrecht das Eis! Ihr werdet in dieser Stadt keinem mehr Leid zufügen. Wir hauen ja auch ab. Abschaum. Mein Lua erwürgt. Mach dieses Eis weg! Bisschen Feuermagier. WoW ist komplett umgekrempelt, Dorado. Gehen wir. Das, also was heißt komplett, aber... Du kannst ein neues Stadtgebiet wählen, ja. Oder halt die alten. Und es gibt nur noch Level 60. Wir müssen aus Lordaeron zurück sein. Oh Gott. Wie überwinden wir so viele? Ich kann... Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Wie denn? Oh Gott. Und die müssen wir jetzt bekämpfen? Was ist jetzt da drauf? Die setzt auch einen Rahmen aus. Schildwache. Und du kannst halt jetzt hier aussuchen, in welchem Addon du wechselst. Du machst quasi ein Startgebiet. Da bist du schon Level 20, wenn du da beide Gebiete durchmachst. Danach machst du ein Addon deiner Wahl, ein älteres Addon deiner Wahl. Und danach musst du ein bisschen was im vorletzten Addon machen. Oder im letzten, besser gesagt. Und dann jetzt im neuesten. Und ich bin gerade dabei, ein bisschen was im letzten Addon zu machen. Und dann mache ich was im neuen. So ist es so. Leveln war eigentlich lange nicht mehr so einfach. Einerseits ist es schade, man hat nicht mehr den komplett langen Weg, den man leveln muss. Andererseits, man kommt halt auch schnell voran, wenn man von vorne anfängt. Ne?
Und ich krieg sehr wenig Erfahrung, irgendwie gar keine. Oder mein Tool stimmt nicht. Aber ich glaube, es gibt für die Quest hier einfach keine Erfahrung. Außer wenn man sie abgeschlossen hat. Also für die einzelnen Mobs zumindest nicht. Gyrokopter oder was? Was kann ich für euch tun, Boss? Hä? Nicht wegdrehen. Ja, nee, ist klar. Scheiße. Alle. Natürlich müssen wir noch darüber. Warum nehmen wir den Steg in der Mitte, der frei ist? Nein, wir nehmen den rechts, da stehen noch welche vorne dran. Ich spiele Magier. Magier ist lange Zeit eigentlich meine liebste Klasse bei WoW. Ich habe ganz früh angefangen mit Krieger auf Allianz-Seite und dann eigentlich immer nur Krieger gespielt. Ich hatte eigentlich nie wirklich einen Twink, also einen zweiten Charakter, nie zur Allianz-Seite. Und Lasan, der schlaue Echmacker. Und dann zur Horde-Seite direkt Mage und dann auch mal einen Krieger gehabt, ja, aber eigentlich immer Mage. Aber ein Krieger auf Max-Level hatte ich auch als. Sie folgen uns nicht? Nein. Aber ich glaube, ich weiß warum. Seht. Ist ja schon wieder die Jaina. Viele Unschuldige getötet. Aber hier endet euer kleiner Ausbruch. Ergebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Dann sterbt. Mal sagen, irgendwas muss ja passieren. Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von einem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Und du? Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sue. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldasar. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Tja, das ist mein Schiff. Also werdet ihr eure Pläne wohl ändern müssen. Das können wir unterwegs diskutieren, Eure Hoheit. Macht's kurz. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Okay, und nu? Cinematic, warte, mach ich mal die Kamera weg. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Sylvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt.
Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Oh, mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht zum Geier. Und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Willkommen. Und da bin ich wieder weg. Zum Geil sind wir hier. Aha. Okay. Aber ich dachte, das wäre das neue. Nee. Moment. Moment. Also, wir sind hier. Das sind unsere Gebiete wahrscheinlich. 35 bis 50. 10 bis 50. Ach du Scheiße. 25 bis 50. Also bis Level 50 mache ich hier, ne? Wer hätte es gedacht? Und die verheerten Inseln, nein, das genau, das war ja Legion Addon. Wo es dann noch nach Argos ging, ich kann mich dunkel entsinnen. So, dann ist aber das hier der Maelstrom. Ach ja, ich erinnere mich dunkel. Dann ist aber das hier quasi das von der Allianzseite. Sieht so aus. Ne, ist für beide Seiten, oder? Ach, weiß der Geier. Er wird schon noch raus. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Folgt der Prinzessin. Jetzt das Wichtigste überhaupt, darf ich hier fliegen? Natürlich nicht. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Sandala ist umgeben von Feinden, von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion.
Ja. Bluttrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Keiner ist zurückgekehrt. Aber der Rat der Sandschuli mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Prinzessin. Ihr gehört jetzt. Als ihr gingt, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Ihr sollt dieses Königreich beschützen. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich wen anders finden. Um das Königreich zu schützen, wäre es das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voldun verbann. Die Horde hat in Sandala nichts zu suchen. Ihr habt nicht über das Schicksal zu entscheiden, General. Ihr auch nicht. Eurem Vater missfällt, dass ihr diese Kreaturen hierher gebracht habt. Ich soll euch umgehend zu ihm bringen. Ja, dann bitte. Was wollt ihr hier? Ach so, ich muss da aufsteigen. Okay. Ich sollte euch warnen. Mein Vater ist zwar engstirnig, aber er ist echt aufmerksam. Wette, er weiß schon, dass ihr mich aus Sturmwind befreit habt. Zollt ihm einfach Respekt und lasst ihn reden. Dann schmeißt er euch hoffentlich nicht von der Pyramide. Okay. Ja, was mich halt so an der WoW-Geschichte so ein klein bisschen stört, ist... Von Warcraft 3 kannte man halt Kalimdor, Northend und Östliche Königreiche. Aber es gab bei WoW zu Anfang nur Kalimdor und Östliches Königreich. Dann wurde plötzlich hier eine Insel aus dem Nichts gezaubert für die Draenei. Dann kam zum Glück Nordorf irgendwann wieder. Aber die verehrten Inseln, Kul Tiras, Zalandar und so und Pandaria, die sind dann, waren nie da und nur plötzlich, tada! Ja, also, dann wäre es mir vielleicht geiler gefunden, wenn sie von Anfang an schon da gewesen wären, hätten sie noch nicht betreten dürfen. Oder im Nebel oder irgendwas. Ne? 27 Kapitel gibt's hier, du Scheiße. Also wir machen jetzt zumindest ist hier noch fertig. Lass dir hier erzählen, worum es geht. Mein König, die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug! Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Also. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Sowas bewundere ich. Talanji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Mhm. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Gründet eure Botschaft. Okay. Ich höre. Mein Willen von Rastakhan. Ich habe eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando.
Sieht schon nett gemacht aus. Man sieht aber halt auch, ich war ja vorhin nochmal bei Pandaria kurz, dass auch so wie die Flammen hier sind und wie es so von dem Licht, also man sieht, dass das neuer gemacht ist einfach. Dass die alten einfach so gelassen wurden, die alten Gebiete, und nicht mehr groß verändert. Was ja verständlich ist, wäre wesentlich mehr Arbeit und da sind ja kaum noch Spieler unterwegs. Champion, ich führe euch rum. Es heißt, das große Siegel ist eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Hier kann man porten. Okay. Prinzessin Talanji war so freundlich, uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Vater bewahrt viele von seinen Schätzen hier in der Schatzkammer. Für die Horde! Oh, hallo. Ist euch klar, wer seht ich euch bin? Das bitte näher euren Nachtgeborenen. Wir werden Nachschub in alle den Hauptstädten der Horde brauchen. Sucht mich auf, wenn ihr mit dem Umsehen fertig seid. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. Okay. Keine Rechte, die Gildenfische einzusehen. Ich glaube, weil es auch gar nichts mehr gibt, ne? Ich glaube, die Gilde gibt es so nicht mehr. Mal da hoch. Kann mal gucken im Gildending. Hier oben, ne? Ich kann nicht sehen, wann wer das letzte Mal online war. Überhaupt noch einer spielt? Muss ich mal checken. Ich glaube, es sind alte Gespräche. Na gut. Viel zu tun. Macht's kurz. Naja. Keine Ahnung, also ich weiß zumindest, dass mir das nicht so 100% gefallen hätte, weil wenn ich mit Pandaria und dem Asia-Setting Spaß hatte zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wo es in eine Richtung geht, ist so ein komplettes Troll-Setting nicht so meins. Ja, sage ich ehrlich frei raus. Deswegen weiß ich nicht, entscheide ich mich jetzt genau an der Stelle nicht, wie es weitergeht, sondern das mache ich dann das nächste Mal, wenn ich mich hier wieder einlogge. Da ist, glaube ich, auch noch irgendeine Quest, ein Haufen Schrott, weiß der Geier. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht, dass wir auf Stufe 50 kommen. Weil dann geht es ja in das letzte Addon, in das aktuelle Addon. Dann gucken wir da mal rein, wie ich da noch ein bisschen Spaß finde. Auf jeden Fall, an dieser Stelle hier ist jetzt Schluss. Spät genug. Für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.